So, ich will ein paar persönliche Sachen über mich erzählen. Also es gibt ein paar Highlights, ein paar neue Sachen in meinem Leben. Ich bin so relativ frisch verheiratet. Wow. Oh, danke schön. Das müsstet ihr von hier oben sehen. Die Frauen so voll die strahlenden Gesichter. Oh ja, verheiratet. Jungs so ganz normal. Für Frauen ist Heiraten so ein Highlight, habe ich gemerkt. Die bereiten sich von klein auf darauf vor. So. Echt, oh, dann habe ich das Kleid an, oh, wie schön. Für die ist das so das Ding im Leben. Echt, wenn du eine Frau triffst, die gerade frisch geheiratet hat, dann frag sie mal. Ich habe gehört, du hast gerade geheiratet. Ja, guck mal, mein Ring. Oh. Wenn du einen Mann triffst, der gerade geheiratet hat, Bruder, ich habe gehört, du hast gerade geheiratet. Ja, muss, ne? Andere Sichtweise so. Weil für Frauen bedeutet Heiraten angeben. Für Männer bedeutet Heiraten aufgeben. Man muss einige Sachen aufgeben, so, ja. Ich gehe Kompromisse ein. Ich muss viel mit meiner Frau unternehmen. Sehr viel. Und in der Ehe, du machst immer die gleichen Sachen eigentlich. Du gehst einen Film gucken, nach Hause essen. Gehst ins Restaurant, nach Hause schlafen. Gehst andere Pärchen besuchen, nach Hause schlafen. Wieder andere Pärchen besuchen, nach Hause schlafen. Wieder andere Pärchen. Ich hasse andere Pärchen. Ich kann die nicht sehen. Und für meine Frau ist das sehr spektakulär. Für sie ist es immer voll schön. Komm, wir gehen die und die besuchen und dann treffen wir uns mit so 3, 4 Pärchen. Und das ist immer schön für die Frauen, weil die verschwinden dann in der Küche zu dritt, zu viert. Und die quatschen und die lachen laut und ich weiß, sie lacht über uns. Weil ihr wisst, wir sitzen im Wohnzimmer und können gar nichts miteinander anfangen. Wir sitzen und gucken uns nur an, so, Spongo, Alter. Was machst du denn hier? Und dann ist so diese Stille, weißt du? Und irgendwann versucht jemand mit Smalltalk diese Stille zu brechen, aber was für Smalltalk? Ey, ich hab gehört, morgen 20 Grad, ey. Toll für dich, bist jetzt eine Wetter-App geworden, oder was? Schön draußen, dann verpiss dich, geh raus. Der Nächste fängt an, über Berufe zu reden, so, ja, ich bin Versicherungskaufmann, was macht ihr alle beruflich? Was machst du so? Ja, ich bin Bäcker, ich verdiene mein Geld mit Brötchen. Ich bin Maurer, was machst du? Und dann kommen die irgendwann bei mir an, so, weißt du? Was machst du? Ja, ich bin Komiker, ich verdiene mein Geld mit Witzen. Und dann auf einmal, boah, Laber! Erzähl mal welche, voll langweilig hier. Und ich hasse das, ich lenke dann immer direkt von mir ab. Ich so, nee, tut mir leid, ist nicht die Kulisse. Was machst du nochmal beruflich? Ja, ich bin Maurer. Ja, bau mal eine Mauer, Alter. Bau die mal hier hin, zwischen uns. Ist echt krass. Manchmal sind wir bei Pärchen, die schon Babys haben. Dann wird's richtig Hammer. Irgendwann verschwindet die Frau so in ein anderes Zimmer, dann kommt die mit ihrem Baby an. Und das ganze Zimmer, boah, süß, boah, guck mal. Und meine Frau auch, die findet jedes Baby süß. Boah, Vanessa, guck mal, voll süß, ne, süß. Und ich immer zu ihr, ja, süß, 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 guck mal genau, und sind nicht alle Babys süß. Einige sind auch hässlich, echt. Wir waren bei einem Pärchen, die haben ein Baby gehabt, der Kopf war einfach zu groß, jeder hat's gesehen. Keiner wollte's sagen. Sie kommt mit dem Baby raus. Gibt's meiner Frau, meine Frau nimmt sie so, Benaisa, was denkst du? Und was ich gedacht habe, war, was für ein Riesenkopf. Wie hat die Mutter das Ding in den Pullover reingekriegt? Wie viele Knöpfe hat dieser Pullover? Dreh das Baby mal um. Einfach ein Riesenkopf, ey. Das Baby hat mir leid getan. Das arme Baby, das wird nie in den Genuss davon kommen, wie es ist, Selfies zu schießen. Nie. Klick, 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 was? Überall nur mein Auge drauf. Guck mal. Meine Frau hat es so auf der Hand und sieht zu mir, Benaisa, möchtest du es nicht mal nehmen? Ich schwör's euch, ich wusste nicht mal, wie ich es nehmen soll. Ich hab's genommen wie so ein Basketball. Ich so, meine Frau so, ey, du trägst es falsch. Ich so, ja, hier, Dreier. Nimm. Aber ist schön, ist schön. Ich möchte das nicht schlecht reden, ich bin froh, dass ich verheiratet bin. Aber es ist nicht das, was ich erwartet habe. Ja, weil ich habe die Ehe klassisch kennengelernt, von meinen Eltern, von meinen Verwandten. Und wenn du die klassische arabische Ehe kennenlernst, dann denkst du dir immer, boah, cool, Mann, Frau, der Mann ist der Baba. Puh, der Mann hat das Sagen. Und viele Deutsche gucken auch so auf uns. Sie sehen so arabisches Pärchen und dann sehen die so, boah, der Mann hat alles zu sagen, die arme, unterdrückte Frau. Die Arme mit Kopftuch und mit 6 Tüten hinterher. Denken sich so, boah, arme, unterdrückte Frau mit Kopftuch. Von wegen arme, unterdrückte Frau, Ninja, Junge. Du hast keine Chance, ich bin auch mit einer arabischen Frau verheiratet. Ich habe keine Macht zu Hause. Ich habe gar nichts, meine Frau hat das Sagen. Sie bestimmt alles. Also wenn Schlägerei wäre bei uns zu Hause, ich gegen meine Frau, die hätte mich in 3 Minuten umgebracht. Sie weiß, wo alle Messer sind und so. Ich müsste noch suchen. Ich so, wo hast du das Brotmesser hingetan? Meine Frau hat die Macht, die hat die Power. Also wenn sie irgendetwas will, dann kommt sie auf jeden Fall dahin.
So. Sie, aber arabische Frauen haben halt den Trick drauf, dass sie so scheinen lassen können, als ob der Mann die Power hätte. Ist aber nicht so. Meine Frau benutzt diesen Trick auch manchmal. Da sitze ich vor dem Fernseher so, dann kommt sie von der Seite mit der Fernbedienung so. Hier, du solltest die Fernbedienung haben. Du bist der Mann. Und ich so, ja, ja, sollte ich die haben. Her damit. Und ich schalte so um und ich denke, ich habe die Macht so. Ich habe die Fernbedienung in der Hand, aber sie bestimmt, was läuft. Nee, zu mir, nee, nee, mach das weg. Ich kenne das schon, ich habe das schon gesehen. Mach andere Programme, mach WDR. Mach lauter, mach leiser. Ich habe die Fernbedienung und ich bin ihre Fernbedienung. Meine Frau hat die Power. Wenn sie irgendetwas möchte, dann kommt sie dahin. Sie pflanzt ihre Ideen in meinem Kopf ein. Ey, wenn sie irgendetwas möchte, sie macht das so Inception-mäßig. Dring in deinen Kopf ein und pflanzt da irgendeine Idee. Zum Beispiel, sie will so neue Gardinen haben oder irgendwas. Sie war in meinem Kopf drin. 3-4 Wochen später renne ich durch Ikea und denke mir, boah, schöne Gardinen, ey. Warum finde ich die schön? Und meine Frau so triumphierend hinter mir so. Sie hat die Power, sie hat die Macht, sie bestimmt, was läuft. Also wenn sie etwas möchte, kommt sie auf jeden Fall dahin. Um euch ein anderes Beispiel zu geben, wir sitzen zu Hause, gucken Fernsehen zum Beispiel. Alles voll chillig, voll schön. Wir gucken Fernsehen, da läuft dieser Film. Und es könnte einfach nicht schöner sein. Und irgendwann sagt sie zu mir, hast du nicht Lust auf so ein Brot mit so Käse und so Tomaten drauf? Und ich denke mir, boah, ja. Und sie so, ja, dann mach mir direkt auch eins, ne?